So, Heidenheim jetzt weiter gegen Fortuna Düsseldorf. Und da ja unsere Defensive to so toll gearbeitet hat, müssen wir tatsächlich schauen, dass wir nochmal was verpflichten, nochmal nachgeholt bekommen. Und ich brauche was Erfahrenes. Ich brauche jetzt nicht irgendwie nochmal einen Jugendspieler. Ich muss jetzt gucken, dass ich in die Defensive zumachen kann. Freie Spieler, haben wir nochmal freie Freigabesumme. Position, Defensive, IV. Ich will jetzt schauen. So, ich gucke jetzt, was ich noch mal was verpflichtet bekomme. Jetzt haben wir, ja, mit sich allzu viel Kohle, das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt da irgendwas Günstiges. 55 Millionen, okay, krass. In der Bundesliga werden wir wahrscheinlich nicht viel kriegen, ne? Bielefeld spielt in der Bundesliga schon wieder. Ja, das ist das Problem. Einfach du brauchst halt definitiv noch mal einen Innenverteidiger. Klar. Beziehungsweise. Ja, ich muss ja gucken. Vielleicht in der dritten Liga noch irgendwas. Weil er dir jetzt mal schnell, der uns schnell helfen kann. Ich habe so für 23,6 Millionen. Ich brauche halt einen, der uns mal eben schnell hilft. Und aber für ein bisschen Geld. Ich brauche jetzt einen, der mal ein bisschen was machen kann. Ich brauche allgemein brauche ich einen Innenverteidiger auf der Position. Wir haben gar nichts an Geld, ne? Ach Gott, ernsthaft. Wir haben leider gar nichts an Geld momentan. Ja, aber mach's doch. Der soll jetzt. Ja, ich muss jetzt diesen Innenverteidiger, den Tausch Innenverteidiger in Kirsch machen. Rotation. Ja, doch. Freigabe mal sehen. Gegen Freigabe zum Ablehnen. Vergiss es. Brauchen der ein Budget. Der wird wahrscheinlich nicht für das bisschen Geld kommen. Gegenangebot Bonus entfernen. Gegenangebot Bonus entfernen. Bonus bearbeiten. Du brauchst keinen. Woher sie kommt das? Ich würde ihn ja gerne nehmen. Schade. Ja, leider ist nicht möglich. Ich brauche definitiv einen Innenverteidiger, das ist klar.
Ich muss jetzt einer sein, der. Ich guck mal, ich muss jetzt bei den freien Spielern gucken, weil es geht jetzt nicht anders. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss. Zurücksetzen. Ich brauche definitiv jetzt erstmal noch einen Innenverteidiger. Freie Spieler. Defensive. IV. Einer, der mir jetzt hoffentlich relativ schnell helfen kann. Oder halt zumindest kurzfristig helfen kann, sagen wir es mal so. Akzeptieren. 2 Jahre. Freigabesumme übergehen. $2000. Mehr kann ich jetzt gerade nicht bieten. Wenn die ganzen Spieler weggehen. Auf die Idee. Ich würde gerne mal den einen oder anderen holen. Kalkutalua, ehemaliger Auerspieler. Erstes Gehaltsangebot. 3000. 1600. Mehr kann ich jetzt gerade erstmal nicht bieten. Das wird eh nicht passieren, weil er nicht für die alle mehr verdienen. Ich habe die Kohle nicht dafür. Deswegen wollte ich ja auch freie Spieler gehen. Und solange ich den einen oder anderen noch nicht habe, müssen wir erstmal so gucken, dass wir durchkommen. Gut, nächstes Spiel. Düsseldorf? Nächstes Spiel in Düsseldorf, ja. Ne, warte mal, Quatsch, halt! Ja, doch, nächstes Spiel ist gegen Düsseldorf, aber es bleibt in der gleichen Folge. Ich habe erst leider ein bisschen mehr Kohle, wenn ich den Spieler weg habe. Und den habe ich jetzt gerade weg. Ich glaube, da ist nämlich ein Abgang weg. Ja, George geht nach Sandhausen für 750.000, was uns wieder ein bisschen mehr Budget bringt. Und das brauchen wir jetzt auch. So. Gut, dann können wir jetzt wieder weitermachen mit der Spielersuche. Ich will auf jeden Fall noch einen Spieler verpflichten. Freigabesuppe. Liga. Ich will jetzt gucken, dass ich in der Bundesliga noch mal was für Pflicht noch mal gucke. Beziehungsweise in der zweiten Bundesliga. Wir haben jetzt ein Budget von 600.000, 500.000, 600.000. Dreh rum. So, ich werde jetzt Stefan Teska verpflichten von den Kielern. Ich brauche halt einen Mann, der da ein bisschen was zusammenhält. Was sollen sie dafür haben? Gegen irgendwo? Nein. Tauschspieler entfernen. Neutralisierung. Das soll man nicht vorschlagen. Zu. Ich brauche jetzt, wie gesagt, muss jetzt ein bisschen was passieren. Ich habe nämlich nicht allzu viele Innenverteidiger und deswegen will ich den jetzt holen.
ist natürlich ein bisschen Holz. 2000. Ach, wird wahrscheinlich nicht kommen. Tschüss. Ja, es geht doch alle, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt gerade keine Spieler verpflichten kann. Ich muss halt gucken, dass ich den einen oder anderen oder andere Spieler Transfersumme Angebot vorschlagen. Ach, das ist so kurz gerade momentan. Das wird auch nicht passieren. Nee. Ach. Ey, ein bisschen zu früh. Das wird nicht passieren. Der wird nicht kommen für das Geld. Das war ja klar. Ich krieg gerade eine Absage nach der anderen. Ich war jetzt nur einer von Elversberg, aber es ist wurscht. Nein. Kaufvorschlag. Ja, komm. Ja, ich will jetzt erstmal nur, muss jetzt gerade gucken, dass ich jetzt einen Verteidiger kriege. Dass ich jetzt irgendwo noch ein bisschen was helfen, dass ich ein bisschen aushelfen kann. Dass ich eine Alternative habe. Nur mit ewig mit Talenten muss es nicht sein. Rotation. Okay. Sag mir bitte. Sag jetzt. Jetzt wird er passieren, wird er nicht nehmen. Das ist zu wenig. Oh! Ja, komm, wir haben tatsächlich unseren Verteidiger verpflichtet. Ich brauche jetzt nämlich. Jetzt brauche ich einen. Laurit von Pichowski von Spiel ist für Elversberg. Wechsel für 500.000 als Notnagel. Zu uns, ja, 5. Ja, ich musste die Freigabe bezahlen. Es ging nicht, ich konnte nicht rum. Ich kam nicht rum. Aber egal, auf die Armin jetzt erstmal. Ist jetzt erstmal wurscht, Hauptsache ich habe jetzt einen Verteidiger verpflichtet. Weil wir brauchen für den Fall, dass irgendwas passiert, jetzt noch Dramatisches. Die Niederlage gegen Karlsruhe, das tat richtig weh, diese Niederlage. So. Abwartungsvorsitzen. Ich probiere jetzt mal was anderes aus. So. Teamzentrale. Die 15 ist okay. Und der hat in Leipzig die 48 gehabt, die kriegt er jetzt bei uns auch. So. Gut. Passt das soweit. Weiter geht's gegen Düsseldorf. Brauche ich jetzt nicht. Alles klar. Thema hat sich eh erledigt. Ich habe mir den Verteidiger gekriegt. So, auf geht's. Fortuna! Dann ist hier eine na gut, auf geht's. Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten.
Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Wir mussten nach der Niederlage gegen Karlsruhe ein bisschen was tun. Das haben wir auch getan. Naja, mal schauen. Die Folge geht heute natürlich etwas länger, ist aber so, auf geht's. Das war der Anstoß, Spiel läuft. Es ist schon wieder ein Top-Spiel, ne? Muss ich sagen. Düsseldorf ist eine Top-Mannschaft, das wird definitiv alles anders einfach werden. Wir haben jetzt 4 Punkte aus 3 Spielen. Mal schauen, was in der zweiten, was passiert. Es ist eine Niederlage, die vermeidbar war gegen Karlsruhe, aber ist es halt, musste ja irgendwann nicht passieren. Das könnte vielleicht was werden. Und diesen Ball sicher, klasse vom Torwart. Und Kastenmeier hat das Ding in der Hand. Klefisch. Sterner. Er bringt den Ball auf den langen. Oh, Nubber! Braucht nein, nein. Kopfball, das zählt nicht. Erste Chance für die Bayreuther. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. 2 Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch. Er traf gegen Karlsruhe doppelt, ne? So, weil in der Pokal hat er einmal getroffen. Eckloff. Jetzt der Vorstoß. Eckloff! Und Kastenmeier mit Ecke. Na, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Ah, oh, der ist drin! Hey. Der Abwehrspieler fälscht noch ab! Ja, 1-0, Nummer müsste es gewesen sein, aber es mit einer Abwehr, es war, wird wahrscheinlich ein Eigentor sein. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Der will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren und dann kommt es anders. Ja, es ist ein Abpraller, aber es ist das Tor von Nummer. Wow. Es ist das 1-0 jedenfalls für Bayreuth. Ja, passiert, es wird jetzt nicht als Eigentor gezerrt. Nein, nee, es ist auch nur Rohr. Es ist auch richtig, es ist kein klares Eigentor, es ist halt nur leicht abgefälscht. Aber es ist das 1-0. Zweites Tor in dieser Saison. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kleffisch. Mit seiner alten Leipziger Nummer wieder. Wieder 48. Auf jetzt auf dem Rücken. Heute in der, auf der 6. Der 90er von RB. Und das ist das von euch. Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Yes. Doppelschlag. 2 Tore sind sie vorne. Zeigt, dass diese Niederlage gegen den KSC eben nur ein Ausrutscher war. Nochmal dieser Treffer. Da ist die Flanke. Und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ja, schade. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Gut gemacht, Kleffisch dazwischen. So, boah. So, was machen sie da? Einmal den Verteidiger rumgedreht. Was für eine Chance. 3-0! Das Tor Perro. Volle genommen! Ganz starke Szene! Man ist auf dem Weg zum dritten Saisonsieg zu Hause. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nerven. Klar, die Heimspiele müssen gewonnen werden. Ansonsten die Unentschieden in Ingolstadt, Niederlage in Karlsruhe. Und jetzt zeigt man wieder das Heimgesicht und man führt mit 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Es ist Petrus. Erstes Saisontor. Sein Ziel ist es ganz, ganz normal, mal Nationalspieler zu werden. Mal gucken, ob es immer für schafft. Andresen. Spiel für Lippert hier, für den Kapitän. Sehr gutes Tackling, das war richtig.
Jetzt hat er ein bisschen Platz über die linke Seite. Jonas Sterner. Die Ecke kommt. Schiedsrichter. Ach, jetzt nicht. Okay. Griffe! Muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Kevin AB war letzte Saison noch ausgeliehen an Viktoria Köln. Hat dann auch gegen Bayreuth gespielt. Ich glaube, die haben wir das erste Spiel verloren. Ich weiß gar nicht, ob man sogar getroffen hat. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem. Ich wollte ja schon vor der Saison haben, aber es ist eigentlich ein so, eins von der Stadion aus Talent ist, was ich immer hole. Eine hervorragende Leistung, da stimmt alles. Die Laufbereitschaft, die Chancenerarbeitung, die Chancenverwertung. Ja, heute passt das mit der Chancenverwertung. In der letzten Folge ja, im letzten Spiel ja nicht so. Das Ding ist durch, da passiert nichts mehr. Ah, schade, ein bisschen gezögert. Sobotka, den fangen sie ab. Ja, da haben sie den Torschütze auf den Flügel. Ah, vielleicht geht da noch was. Elfmeter? Das muss ein Elfmeter sein. Die Frage ist, was gibt der Schiedsrichter? Geht da sogar glatt rot? Das war direkt vor dem Tor. Und dann sagt er, es wird wahrscheinlich gelb sein, ja. Der ist übrigens der Bruder von einer deutschen Nationalspielerin. So, Eckloff. Oder was? Du musst bei dich jetzt bei jedem sechsten Tor anzeigen. So, der Ball geht nach links, der Keeper wird nach rechts springen. Oder geht in die Mitte. Pick den Fisch. 4-0. Wie gesagt, die Karlsruhe-Niederlage als Ausrutscher sehen. Kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Der trifft hat recht. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Oh, was macht die Fortuna da? Eckloff. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Und der Weiß sagt dann, das ist meiner. So, und dann ist Pause. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. Gleich geht's hier weiter. 4-0 der Halbzeitstand. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Der Schiedsrichter pfeift. So, weiter geht's, Halbzeit 2. Durchgang 2 hat begonnen. Sterner. Am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Ja, aber für 4-0. Naja, alles ist gut bisher. Muss ja nicht jede Chance nicht so wie Karlsruhe im letzten Ligaspiel. Muss Einwurf geben. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Nächster. Also mit ihm Andresen. In jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Da sind sie mit dem frühen Stürmer. Und der ist sogar drin. Was für eine Technik mit diesem Volley. Der ist sogar drin, der Ball. Wie hat der den gemacht? Überragende Szene. Jedenfalls ist es Novo. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus. Die Szene geht der hat da gar nicht getroffen, den Ball. Doch. Also da musst du konsequenter agieren. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Also 5-0 für Ginczek. Bayreuth. Das sieht vielversprechend aus. Eine sichere Parade. Und toll.
Sie nehmen den Wechsel vor. So, jetzt wechselt auch Fortuna. Ecke kommt ins Zentrum. Sehr gut aufgepasst. Ja. Sobotka. Bis jetzt läuft's. Auf jeden Fall. Diese Partie läuft alles für uns. Gutes Tackling. Ah, Sobotka, der könnte weggehen. Klar, ja. Das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Jetzt Abschluss, weil der Düsseldorfer da zuletzt dran war. Das ist auch richtig so. Piri, Peters. Die beiden Niederländer. Mal gucken, was Cavallo jetzt probiert. Den Pass kommt nicht an. Ne, kommt nicht an. War nicht schnell genug. Sobotka. Ballverlust, Ballfehlpass. Er holt sich den Ball. Das gleiche macht aber auch der Bayreuther da noch. Peters. Und Käfig. Leider nicht ganz. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Der Kleve sagt ja, nö, an mir kommt keiner vorbei gerade. Sterne. Da kommt die Flanke. Da ist er da. Und das verhindert der Keeper. Das wäre das sechste Tor für Bayreuth gewesen. Er lässt den Gegner stehen. Sterne. Was für eine Chance. Und no, wow. Aber Gefahr ist noch nicht. Und so wieder kommt irgendwas dazwischen. Klären, hätte sonst gefährlich werden können. Die Chance hier. No, wow. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Also wie gesagt, ich muss die jetzt gerade so ein bisschen an Chancen liegen lassen. David Kownacki. Und der Ball erstmal angefangen. Na, waren vielleicht die ein, zwei Umstellungen da so ein bisschen schwierig. Es gibt Gelb. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Dann tritt der Düsseldorfer kurz den Stern am Arm. Wir sehen den Wechsel. Keine große Aufregung bei diesem. Ja, war mal eine Idee. Das war mal eine Idee, wer? Einfach mal probieren. Beim Verstand von 5-0 kannst du das mal eben kurz machen. So. So, dann haben wir es einmal kurz durch. Nach 82 Minuten können wir mal kurz durchwechseln. Dann Schuss. Wenn es auch durchgelassen wird. Wenn auch eine Verbindung. Regulär sind es noch 7 Minuten. Zimmermann. Gut verteidigt. Und der Ball über Jonas Sterner. Ganz frei da jetzt in der Mitte. 6-0. Super Timing. Klasse Tor. Ein langer Ball. Auf die Außen, ja, die gute Flanke von Sterne und Egler mit dem Kopf. 5 Schauen zu uns doch 0. Mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die 6-0. Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. So. Durchwechseln. Man darf doch noch mal ein bisschen was machen. 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. So, also, Düsseldorf leistet sich den nächsten Fehler. Ich glaube, sie sind jetzt 5. Saisontor mittlerweile. Und wie gesagt, der Fehler hat er ja nicht geschossen. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Ja, schade. Wollte ich noch durchstecken da. Aber es ist egal. Es ist bald durch, das Ding. 6-0 gewinnt Bayreuth gegen Fortuna. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung. Plötzlich läuft es wieder. Wie gesagt, also Niederlage gegen Karlsruhe. Es ist 2-4. Überzeugt.
Jetzt ist Bayreuth wieder da. Eine solide Leistung war das heute. Nicht mehr, nicht weniger. Zwei Tore von Eckloff. Gut gespielt, fünftes Tor jetzt. Und der ist, wie gesagt, offensiver Mittelfeldspieler. Und plötzlich scheint das ein bisschen zu funktionieren mit der Truppe. Zumindest heute. Es ist ein Top-Spiel gewesen, man hat aber von Anfang an klar gezeigt, hier ist nichts so für euch. Und gewinnt das dritte Anspiel diese Saison in Folge. Und jetzt komme ich sogar zu 0. Darmstadt war ja, glaube ich, weiß nicht, ob Darmstadt zu 0 war. Es war jetzt zu 0 auf jeden Fall, klar. Weil davor war ja das, der Sieg gegen Karlsruhe, das 3-0 im Pokal. So, vier Spiele gespielt. Der Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. 107 Punkte aus vier Spielen. Das als Aufsteiger ist top. Ist vollkommen okay. Aber die Mannschaft hat sich drin, aber er hat es gut gemacht. Auf jeden Fall. Er ist sowieso als Ergänzungsspieler gut. So, das war's für heute, liebe Leute. Auch mit meinem Aufnehmen. Ich habe jetzt genug getan. Und das ist die 7. Folge in FIFA alleine. Aber passt jedenfalls. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's in Hannover weiter. Auswärts. Wir sind jetzt sogar Dritter. Momentan. Von daher, vielleicht alles möglich diese Saison. Mal schauen. Bis dann.